Hallo auf jeden Fall schon mal. Ich begrüße alle, die hier da sind und ich bedanke mich, dass ich hier vortragen darf. Mein Name ist Tine Nowak. Ihr habt ja eben schon gehört, dass ich in der Uni in Köln arbeite, aber nicht nur. Und über das, was ich jetzt rede, hat einerseits meine Arbeit in der digitalen Bildung und Medienpädagogik zu tun. Und zum anderen liegt es daran, dass ich einen ganz starken Museumshintergrund habe. Ich habe schon, als ich studiert habe, im Museum gearbeitet und habe viele, viele Führungen gegeben mit Kindern, mit Erwachsenen, mit allen möglichen Dingen. Habe dann später auch im Museum festgearbeitet, habe dort Ausstellungen gemacht, hatte immer sozusagen den Stempel, dass ich die bin, die sich mit den digitalen Medien und die damals noch die neuen Medien hießen, auskennt und bin dann später an die Uni gegangen, um das, was ich dort gemacht habe, auch nochmal ein bisschen stärker theoretisch zu verankern. Sofern dann hier die Präsentation auch da ist, können wir dann auch gleich mal so in das Thema einsteigen. Oder ich mache einfach schon mal so weiter. Das ist auch gar kein Problem. Ich möchte vortragen, inwiefern Podcasts auch was mit Museen zu tun haben können. Ich weiß nicht, ob ihr alle so museumsaffin seid, ob ihr oft ins Museum geht oder auch nicht. Man muss sich vorstellen, diese Bildungsinstitutionen sind ja oft vom öffentlichen Dienst und sind so ein bisschen wie träge Anker in dem Meer der Gesellschaft. Und viele von diesen Institutionen, und da kann man mal ganz locker sowas wie Schule dazu zählen oder auch von mir aus den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sind ganz schön träge und wanken wenig, wenn jetzt sowas wie digitale Medien, Digitalisierung daherkommen. Vieles bleibt sehr lange sehr, sehr gleich. Und Innovation ist dort nicht immer so richtig einfach. Und so ist es auch mit den Museen. Und daher ist es umso erstaunlicher, dass schon 2006 es eine Tagung gab und in der gab es einen Vortrag, das die nennt sich Museum und Internet, also die Mai-Tagung hier in Deutschland. Und da gab es schon einen Vortrag, inwiefern denn Podcasts für Museen genutzt werden könnten. Und wenn man sich dann Podcasts vorstellt, tatsächlich waren relativ schnell Museen auf iTunes vertreten. Das liegt nämlich daran, dass Museen tatsächlich sehr viel Audioinhalte haben. Es gibt unglaublich eine lange Tradition des Audioguides, also dieses Dinges, was man in die Hand nimmt, wenn man ins Museum geht und sich dann die Bilder anschaut oder die Objekte anschaut und dann wird einem in einem sehr objektivierten Ton erzählt, was man dort zu sehen hat. Und diese Dinge sind dann relativ schnell von Museen auf iTunes gespült worden, so dass Leute später die Möglichkeit hatten, das am eigenen Gerät sich anzuschauen. Und es gab dann einen Vortrag von Antenna, die auch Audio-Rundgänge machen. Wir kennen das wahrscheinlich eher durch den Podcatcher. Und die hatten dann gesagt, ach, man könnte da doch auch jetzt schon genau spezielle Audio-Inhalte gestalten. Und ich weiß nicht, ob das sehr überraschend ist, obwohl es diese Ideen gab auf Tagungen und auch jetzt diese Audio-Rundgänge auf iTunes rumhingen, es ist nicht so wirklich angekommen. Also man muss sagen, 2006, 2007, 2008, 2009, es gibt vielleicht 2, 3 deutschsprachige Museen, die irgendwas probiert haben mit Audio, die auch irgendwas wie Podcast, wie wir sie verstehen, das ist wirklich gesprochenes Wort, also nicht nur ein Audioguide, sondern tatsächlich irgendwelche thematisch aufgearbeiteten Inhalten zur Ausstellung gab. Und als ich 2013, glaube ich, mit Podcasten anfing, dachte ich damals, das wäre so mein erster Podcast und hatte ganz vergessen, dass ich ja 2008, als ich im Museum für Kommunikation in Frankfurt gearbeitet hatte, tatsächlich eigentlich so meine Initiation mit Podcasts hatte. Ich habe mich damals im Rahmen von einer Ausstellung, die sich um Tagebuch und Blogs handelte, ein Kinderferienprogramm eingerichtet und wir haben mit Kindern Podcasts produziert. Das war der sogenannte Com-Podcast, ein Museum für Kommunikation, Com und Cast, Com-Podcast. Und es wurde immer in den Ferien, haben dann Kinder so zwischen 9 und 13 Jahren kleine Podcasts erstellt. Und da war uns wichtig, dass die
Dinge aus dem Museum erarbeiten und dass sie die Musik selber recherchieren, frei lizenzierte Musik, und dass die selber damals mit Audacity schneiden und alles selber vorbereiten, weil ich kannte solche Workshops schon woanders her, dass es oft so, die Kinder sprechen rein, sie sammeln Dinge und die ganzen Teamer und pädagogischen Fachkräfte schneiden den Kram dann zum Schluss zusammen, damit man für die Eltern irgendein repräsentables Ergebnis hat. Und das wollten wir nicht machen. Wir wollten, dass die Kinder alles selber organisieren, dass sie sagen, welche Musik gesucht wird und dass sie später auch alles zusammensuchen. Und so ein Podcast von 2008 würde ich mal kurz anspielen. Herzlich willkommen zum Willkommen-Podcast im Museum für Kommunikation. Hört man das? Interviews, Brände, Fundmann. Es gibt einige Geräusche und Klangaufnahmen aus dem Museum. Ich dachte, ich wäre HDMI angeschlossen. Ich dachte, ich wäre bei HDMI angeschlossen. Nein. Machen wir es doch mal darüber. Hast du denn einen HDMI-Ausgang? Nee. Ich dachte, es gäbe einen Adapter. Da kommt hier rüber, kommt halt kein Sound. Kannst du den Kopfhörer im Handyklinker abnehmen? Es ist nicht immer so einfach mit dem Ton. Wollen wir es probieren? Ja, spiel mal an. Wir müssen, glaube ich, einfach drauf verzichten. Die Frage ist eher, wie ist es bei den anderen Soundbeispielen, die ich habe, ob die dann auch spielen? Das ist überall dasselbe, also darum sollte man das lieber lösen. Ja. Du kannst damit machen, was du magst. Sound hinter sein, hinter dem lauter leise. Hast du bei lauter leise nochmal so ein Bim-Bim-Bim-Bing-Sound drin? Und was ist damit, wenn wir sowas Mikro machen? Ja, das wäre. Das wird die Glück-Sounds generell noch ausgeschaltet. Ah. Okay, probieren wir es mal. Mal sehen, was passiert. Kommunikation. Wir präsentieren Interviews von Besuchern und einige Geräusche und Klangaufnahmen aus dem Museum. Wart ihr denn schon mal im Museum für Kommunikation? Ja, einmal mit meiner Klasse und einmal noch mit meiner Mutter und meiner Schwester und jetzt bin ich Martin. Nein, das ist mein erstes Mal. Wie gefällt es dir hier? Ja, ich finde, es gibt viele Dinge, die man lernen kann und es gefällt mir sehr gut. Mir hat es gut gefallen. Die Kinderwerkstatt habe ich kurz mal gesehen. Unten waren auch noch ganz alte Autos, so Postautos. Ja, und noch so ein Bus. Bei einer Führung mit meiner Klasse konnte ich in so einen blauen großen Bus rein. Haben Sie ein Wählscheibentelefon? Also ich glaube, das Konzept wurde klar, die haben Töne im Museum gesammelt und dann gab es solche Interviewpassagen, die haben es selber geschnitten. Wir haben das auf damals bei Podspot hochgeladen, also auf solchen Plattformen, die heute im Grunde kaum noch jemand benutzt, Podspot und Podster. Und das war das aber auch im Grunde. 2007, 2009, 2010 gab es extrem wenig Podcasts im Museum und
Das ist auch so ein bisschen, man muss sich vorstellen, die Institution Museen ist auch ein bisschen so wie hier. Also es sind Leute, die stehen vor Vitrinen und das Museum sendet quasi die Nachricht nach draußen und man kann das passiv genießen. Und wenn sozusagen der kulturelle Überbau dabei ist, kann man das auch noch in Kontexte setzen. Man kann die Ikonografien lesen und kann sozusagen den ganzen Museumsgenuss auf sich nehmen. Aber wenn wir jetzt mit digitalen Medien im Museum was machen wollen und Podcasts sind dazu, wollen wir vielleicht mehr, als dass da irgendwie Leute vor uns sind und wir die so ansenden und die nichts anderes dürfen als konsumieren. Und man muss sich halt wirklich so vorstellen, das Museum ist wie dieses Vermeerbild. Es ist wirklich ein schöner Ort, der Ort der Muse. Und so digitale Medien und Leute wie wir, die da mit unseren Smartphones reingehen, mittlerweile werden ein bisschen wie so empfunden. Also sozusagen so etwas, was von außen reingetragen wird, Aliens. Und in den 2010er bis 12er Jahren wurde es ein bisschen so gelöst, man hat diesen ganzen Podcast-Kram gesagt, das ist nichts, wir haben sie auch gestern schon gehört, zweite Welle war vorbei und die Museen sind alle auf Apps gegangen und diese ganzen Audioguides, die da produziert worden sind, sind dann dort realisiert worden. Also das war es eigentlich. Podcast war quasi im deutschsprachigen Raum gegessen. Aber manchmal braucht sowas auch einfach so ein bisschen Übung. Also das muss halt erstmal so richtig in Schwung kommen. Und wenn es halt nicht die Museen sind, die quasi podcasten, weil das aus Personal, aus Infrastrukturen, aus strukturellen Problemen, was es auch immer ist, die podcasten, dann sind es vielleicht die Museumsbesucher, die vielleicht einfach zurücksenden müssen. Das fühlt sich ein bisschen schmerzhaft an, weil man natürlich auch so die Deutungsmacht abgibt. Das heißt, was sehen denn diese Besucher da? Über was reden sie denn da? Was machen eigentlich diese Podcaster und Podcasterinnen jetzt in diesen Häusern, die eigentlich von oben nach unten ausgestrahlt werden? Und eigentlich stellt sich da was auf den Kopf. Der Besucher sendet nämlich zurück und spricht vielleicht über das, was er dort sieht. Und so ist es im Grunde ab 2014, 2015, also der Ball wird zurückgespielt und so, und etwa muss man sich jetzt plötzlich vorkommen, so sind plötzlich die Besucher, also sozusagen nicht mehr die gesitteten Musensuchenden, sondern da wird gesprochen, es wird diskutiert, es wird gelacht, es wird gelernt. Eigentlich will aber der Besucher nichts anderes als das, will eigentlich sich unterhalten fühlen und lernen. Wie sieht das Ganze jetzt in etwa aus? Ich glaube, der erste deutschsprachige Podcast, der quasi auf Besucherseite, also von uns, also wir, die da als Bürger und Bürgerinnen in die Häuser gehen, produziert wurde, das ist hier von Ulrike Kretzmer gewesen, der Exponiert-Podcast. Das ist ja auch so ein sehr schönes Beispiel dafür, für was diese Subscribe-Konferenzen ja taugen. Wenn da jemand kommt und noch keinen Podcast hat und geht und plötzlich einen Museumspodcast hat. Und diese allererste Folge, da ist sie mit Martin Fischer ins DDR-Museum gegangen. Und ich spiele da mal so rein, weil man einfach sehr gut sehen kann, wie diese Form des Besucherrundgangs funktioniert. Das ist sozusagen ein perfektes Beispiel für einen Podcast als Museumsbesuch. Das heißt, hier ist tatsächlich nicht das Museum von oben involviert, sondern Ulrike und Martin gehen durch das Museum, durch das DDR-Museum in Berlin. Und während sie dort durch das Haus gehen, sind die mit Kopfhörern verbunden und kommentieren und reflektieren das, was sie sehen. Sofern Ton ist. Jetzt gehen wir in die Wohnung. Können wir uns mal auf das Sofa setzen. Wir sitzen auf dem Sofa, auf einem unglaublich kratzigen, wo ich im Sommer nicht drauf sitzen wollen würde, glaube ich. Ah, das stimmt, aber momentan ist ja ein Problem. Und eine stilecht eingerichtete Wohnung mit wunderschönen bunten Blumentapeten. Zu unserer Rechten eine wunderschöne braune Anbauwand. Heißen die so? Schrankwand? Schrankwand, ja. Nicht Anbauwand, das ist die Leute immer noch hinstellen. Und in den Schubladen sind entweder Sachen zum Angucken und Rausnehmen drin oder so ein Sammelsurium aus thematisch zusammengestellten Objekten. Dieses Rondell, wo die Kassetten drin waren, das hatten wir tatsächlich auch. Und die haben immer, zum Aufeinanderstapfen. Es hat aber irgendwie immer geklemmt und das auch mit dem Drehen war nicht so dolle. Und da oben stehen diese Matroschka-Puppen, also wo eine kleine Holzpuppe in die nächste größere reinpasst. Und sonst halt Bücher und diese Holzschatulle, die hatten wir tatsächlich auch. Die kommen mir auch bekannt vor, einfach diese Verzierungen. Ja. Aber man darf auch durchaus
in den Schrank reingucken. Ja. Weil hier unten gibt es so thematisches zu. Aha, warte mal. Da bin ich gestern kurz drüber gestolpert. So, da oben, diese Kästen. Okay, warte, ich mach gleich das Licht an. Tada! Ach, je. Was ist das? Schmutzige Bildchen. Tja, was sozusagen daraus entstand, das kann man weiterhören, wenn man in die Episode reinhört. Es lohnt sich auch. Es lohnt sich auch noch, in die allererste Episode hineinzuhören. Aber das ist sozusagen schon mal so ein prototypisches Beispiel, was passiert, wenn man plötzlich aus der Besuchersicht berichtet. Und eigentlich bieten sich Museen genau dafür an. Es gibt unglaublich viele Themen, Objekte. Und wenn man nur so podcastet und man braucht irgendwas, über was man erzählen kann, es gibt eigentlich nichts Dankbareres als das. Denn hinter jedem Objekt steht quasi auch eine Geschichte. Und es gibt sozusagen nicht nur Museen, wo man vor Vitrinen steht. Wir haben auch eben gesehen, es gibt Museen, wo man auch Dinge anfassen kann, sich hinsetzen kann. Und so ein Museumsbesuch kann auch dazu dienen, dass man sich unterhält und auch amüsiert. Ein anderer Kulturpodcast, den es mittlerweile gibt, ist Kunst und Horst von Daniela Ishorst. Und sie war mit Becky im Bröhan-Museum in Berlin, also in einer Kunstausstellung, das den Kuss verhandelt hat. Und die haben sich über ein Exponat auseinandergesetzt, was sie sehr beschäftigt hat. Das war wahrscheinlich das Größte von allem, was es in dieser Ausstellung gab. Eine riesen Projektion an der Wand von Menschen und ihren Hunden, die sich gegenseitig abflecken im Gesicht. Also vor allem die Hunde, die Menschen, aber manchmal beruhte das, glaube ich, durchaus auch auf Gegenseitigkeit. Und es stand auch so schön irgendwie daneben, diese Küsse sind gleichzeitig anrührend und abschreckend und ja. Also es wurde halt auch ein super Zeitpunkt dargestellt. Ja, du hast ja diese Zunge. Also ich bin kein großer Hundefreund. Ich habe nichts gegen Hunde, aber ich bin auch kein großer Hundefreund. Du hast dann diese super Zeitlupe, wie die Zunge so langsam aus diesem Hund rauskommt und den Menschen unter der Nase und über die Lippen und durchs Gesicht fährt. Und und auch zwischen die Lippen teilweise. Also manche haben es noch gut hingekriegt, so die Lippen zusammenzukneifen. Also die Lippen zusammenzukneifen, aber manche auch nicht. Und ja. Ja, der Mensch und sein Hund. Ja, und ich mag sogar Hunde. Also ich bin ein echter Hundemensch, aber das... Schön war das nicht. Es war nicht schön anzusehen. Nee. Obwohl, es war für mich so ein bisschen wie ein Unfall. Man konnte halt auch nicht weggucken. Ja, es war halt auch sehr groß. Ja. Mhm. Es hat wirklich diesen Raum voll dominiert. Ja. Was ganz interessant ist, es gibt ja auch so eine Besucherforschung im Museum und die haben sich natürlich angeguckt, wie gehen Leute durch so ein Haus und haben auch so bestimmte Nutzertypen herausgefunden. Und es gibt sozusagen diesen Vermittler, das heißt die Person, die mit jemand anderen durch das Haus geht und dem was erzählt. Und das ist auch so aus der Lernforschung, wenn man selber anderen Leuten Dinge erklärt, lernt man selber am meisten. Und das, was wir im Podcast machen, ist sprechen. Also wir denken ganz oft, was passiert mit diesen Leuten, die uns zuhören, was lernen die denn, wenn wir irgendwie kluge Podcasts, Wissenschaftspodcasts machen? Aber die unglaublich viel lernen, sind immer als allererstes die Podcast-Produzierenden selber. Und so ein Gespräch ist sozusagen der perfekte Anlass für so ein Denken, eine Reflexion, um das Ganze auch mal in einen neuen Kontext zu bringen. So ein Museumsbesuch kann aber auch ganz persönlich sein, weil die Dinge, die wir dort sehen, ja vielleicht mit unserer eigenen Geschichte verbunden sind. Also mein Vater ist zum Beispiel sehr, sehr alt, er ist schon fast 90 Jahre und als er in mein Museum, in dem ich damals gearbeitet habe, gekommen ist, hat er erstmal gesagt, ach, diese ganzen Telefone, das sind ja auch die Telefone aus meiner Kindheit. Also jeder, der so ein bisschen älter als 30 ist, fängt auch an, in Museen plötzlich Dinge zu entdecken, die er aus seiner eigenen Kindheit kennt. Und man kann das sogar noch viel biografisch sehen, indem man sozusagen auch an die eigene Familie dort auf Spurensuche geht. Martin Rützler hat es erst diese Woche gemacht, also wahrscheinlich hat er es schon ein bisschen länger gemacht, aber jetzt veröffentlicht. Der war mit seinem Bruder in einer Stahlhütte, wenn ich das richtig sehe, in Hattingen. Und die haben sich dort umgeschaut, weil der Vater von Martin Rützler hat da gearbeitet. Und die sind sozusagen ins Museum gegangen, um diesen Ort, den beide aus der Kindheit kennen, auch nochmal heute abzugleichen und ein bisschen zu gucken oder sich vorzustellen, wie der Vater dort vielleicht gewirkt hat. Und da können wir mal auch ganz kurz reinhören.
Insofern wird das heute eine historische Spurensuche, denn ich habe nicht viele Erinnerungen an meinen Vater, aber eine davon habe ich, nämlich, dass er auf der Thyssen-Hörigs-Hütte in Hattingen gearbeitet hat. Und genau da bin ich jetzt auch. Es gibt nämlich inzwischen ein Museum, da wo die Hütte früher gewesen ist, vom Westfälischen Landesverband ein Museum eingerichtet. Und ich gucke mich einfach mal um, wo mein Vater vielleicht gearbeitet hat. Da das aber zu zweit natürlich immer viel einfacher ist, habe ich mir einen Mitgänger sozusagen geholt. Das ist mein Bruder Peter, der steht neben mir, der nämlich über meinen Vater auch ein bisschen was wissen sollte. Das ist für sich auch sein Vater. Und Ausgang war genau dieses Bild, was wir hier auch in dem Teasertext von dem Podcast sehen. Und mit diesem Bild sind sie so übers Gelände gegangen und haben im Grunde auch so abgeglichen, wie war denn Hattingen damals, Hattingen jetzt, als Ort, der noch in der Industrie war, der verschmutzt war, und haben sozusagen diesen Raum, also so ein Industriemuseum, in dem man ja auch so durchgehen kann und alles noch so bleibt und erhalten wird, wie das früher mal verlassen wurde. Also eine eigene Erzählung oben rübergesetzt. Und auch dafür eignet sich eigentlich Podcasten, sozusagen in den eigenen Familienvergangenheiten auch Orte aufzusuchen, alte Objekte nochmal mit der eigenen Familiengeschichte auch in so eine Verbindung zu bringen und den, was man dort sieht, auch Sinn zu geben. Was ich übrigens ganz anrührend fand, ist, es gibt einen Kommentar, wir podcasten ja fast alle hier. Und Kommentare sind in vielen, vielen Podcast-Blogs eher selten. Und hier gibt es tatsächlich einen Kommentar, und zwar der Bruder selber hat geschrieben: Und du glaubst wirklich, das hört sich jemand an, außer uns Protagonisten? Und hoffentlich hört es sich kein wirklicher Kenner der Szene an, jemand, der sich mit dem Stahl auskennt. Trotzdem meine ich, wir hätten es schlechter machen können. Und da muss man sagen, die haben das schon ganz gut gemacht. Da kann er ganz beruhigt sein. Manchmal sind es auch Museumsmitarbeiter selber. Also wir haben jetzt lauter Podcasts gehört von Leuten, die gar nicht in Museen arbeiten. Also normalerweise würde man ja denken, ist doch irgendwie auch ein super Werkzeug der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben schon ganz viel über Reichweite gehört und Leute erreichen. Das ist doch auch für Wissenschaftsinstitutionen ein ganz wichtiger Faktor. Aber wenn sozusagen das in den Institutionen nicht so leicht zu verankern ist, aber es natürlich Mitarbeiter gibt, die das privat hören, dann machen die halt manchmal Privatpodcasts. Und so ist es hier bei Michael Merkel, der Sammlungsleiter am Archäologischen Museum in Hamburg, und der Podcast zusammen mit Christoph Hafner. Die haben auch schon mehrere Jahre zusammen den Kulturhafen hieß er früher. Und kommen natürlich aus dieser Verbindung zum Museum. Wenn man da arbeitet, ist man quasi auch gefangen, nicht raus. Die haben jetzt über so eine Kulturblog-Parade gepostet, und da ging es auch genau um diesen Kulturbegriff. Und der eine Podcaster fragt nun Michael Merkel, was denn da so sein Kulturbegriff eigentlich so ist. Gibt's bei dir irgendwelche Aha-Erlebnisse, die du mit Kultur in Verbindung bringst? Das ist eine gute Frage, das Aha-Erlebnis. Für mich ist immer das Aha-Erlebnis jetzt konkret in Kultur, das habe ich täglich, wenn ich, oder ganz häufig, gerade wenn ich im Museum bin und mich mit Objekten beschäftige, ist für mich das Aha-Erlebnis, dass ich etwas in der Hand habe, was Menschen vor meinetwegen 4000 Jahren in der Hand gehabt haben. Das ist ein Aha-Erlebnis für mich immer, das ist ganz, ganz prägnant im Kopf geblieben. Es gibt in der Archäologie Keramik, die wird mit den Fingerkuppen verziert. Und irgendwann habe ich das mal spitz gekriegt, dass das Fingerkuppen sind. Und wenn man sich das dann anschaut, wie die den Ton eingegriffen haben, dass die Fingerabdrücke da noch drin sind, dann wird es auf einmal menschlich. Das hat mich an irgendeiner Stelle da auch abgeholt, weil ich gemerkt habe, so, der hat denselben dicken Daumen wie ich, und hat auf diese Art die Keramik platziert. Das ist ein Aha-Erlebnis für mich. Immer in dem Moment, wo ich merke, der Mensch stellt es ganz extrem, weil es von Menschen gemacht worden sind, die wie du und ich aussehen, aber eben vor 4000 Jahren auf der Welt gewesen sind, in einer ganz anderen Umwelt, ohne Street-Art, Hochkultur oder vielleicht doch, gelebt haben und sich mit ihren Problemen beschäftigt haben müssen und dabei aber den Spaß auch gehabt haben, etwa ihre Keramik zu verzieren. Und wer seine Keramik verziert, hat vielleicht auch verzierte Kleidung, trägt Tattoos, trägt Schmuck, macht auf irgendeine Art und Weise Musik und
andere Ansätze, die wir heute eben auch als Kultur bezeichnen würden. Was auf jeden Fall hilfreich ist, wenn man sozusagen jemanden hat, der Podcast hört, versteht, wie das funktioniert. Und dann ist es tatsächlich auch Jahre später möglich, wieder auch ein Museum dafür zu bekommen, zu podcasten. Denn als Sammlungsleiter im Archäologischen Museum hat er schon beide Podcaster ganz oft schon viele Folgen gemacht, die so ganz nah um das Museum herum ist. Und mit einer Ausstellung letztes Jahr haben sie dann angefangen, tatsächlich erstmal einen Podcast zu machen zur Wechselausstellung. Und jetzt hat das Museum einen festen Podcast. Das heißt, es gibt einen Studenten, der dort als Mitarbeiter tätig ist, der ist der Podcast-Host und der unterhält sich mit Mitarbeitern des Hauses und des Archäologischen Museums in Hamburg. Das ist in Harburg, da sind momentan ganz viele Ausgrabungen in der Innenstadt. Das heißt, sie können auch ganz oft aus dem Museum rausgehen und direkt auf die Baustelle, auf die Ausgrabungsstelle rausgehen und dort Interviews vor Ort mit den Wissenschaftlern machen. Und das ist das, was passiert. Und genauso gibt es auch solche Interview-Podcasts mit zu Wechselausstellungen. Und auch ein anderes Museum, also man merkt langsam, okay, die dritte Welle ist aktiv 2017, auch in Österreich, wir haben auch schon heute gehört, es gibt eine agile österreichische Podcasting-Szene, gibt es mittlerweile einen Podcast vom Technischen Museum Wien und da hat sich das Museum quasi einen arrivierten Podcaster an Land gezogen, der heute auch schon einiges mal da war, nämlich Lothar Bodingbauer, und der unterhält sich mit Experten, es ist eine Ausstellung zum der Zukunft der Stadt und in jeder Episode geht es ein anderes Thema. Also Asphalt, Lastenfahrräder. Und in der allerersten Episode hat er sich aber erstmal mit den Ausstellungsmacherinnen unterhalten. Was ist denn, wenn wir jetzt auf diese Ausstellung die Zukunft der Stadt kommen, was ist da die Geschichte an der Geschichte? Die Geschichte an der Geschichte ist, dass sich ein technisches Museum traut, auch zu versuchen, eine Art Zukunfts- Nicht, ich würde nicht sagen Prognose, weil das ist das überhaupt nicht, was sie wollten, sondern eine Art Zukunftsvisionen, mehrere Zukunftsvisionen abzugeben und auch zu teilen, wie es funktioniert, darüber zu forschen. Also dass es Menschen gibt, die Produkte für die Zukunft entwickeln. Heute. Genau, heute. Dass es Visionen gibt, wie diese Zukunft ausschauen könnte, müsste, sollte. Und vor allem war unsere Vision, den Besucherinnen zu zeigen, dass sie einen ganz großen Anteil daran haben, wie diese Vision dann auch umgesetzt wird und wie diese Zukunft der Stadt ausschauen könnte. Das glaube ich ja naiv gar nicht, ja, dass es so ist, aber das würde dann die Ausstellung hier zeigen. So ganz charmant wurde sozusagen die Ausstellungsmacherin erstmal in Frage gestellt und das ist natürlich vielleicht auch ein neugierig-kritischer Hintergrund, um solche Interviews zu führen. Aber man merkt natürlich, plötzlich haben wir wieder eine Institution und diese Besucher sind so eine bisschen fremde Gruppe, von der man auch wieder nach oben drauf guckt. Und umso wichtiger ist, dass man sozusagen jetzt nicht nur in eine Richtung Sendung sendet, sondern dass das wechselwirksam passiert. Also dass sozusagen das ein aktuelles Thema ist, sieht man auch daran, dass die Schirme Kunsthalle in Frankfurt mittlerweile einen Podcast hat. Die Schirren, Städel gelten so in Deutschland so als so Innovationsmesser. Also wenn die schon was übernehmen, heißt das, dass das ein virulentes Thema ist und man wird wahrscheinlich den einen oder anderen Podcast demnächst auch in anderen Museen zu hören haben. Aber was ganz interessant ist, während wir eben ja Akteure haben, die mit der freien Podcast-Szene noch sehr stark verbunden sind, ist dieser Podcast sehr, sehr stark an Rundfunk und Radio angelegt und hat einen sehr starken, so viel Feature-Charakter, der ganz kurz immer in so eine Ausstellung einführt. Da kann man ja vielleicht auch nochmal selber reinhören. Ich bin auf jeden Fall über die Jahre hinweg dem Thema so ein bisschen verbunden geblieben. Ich mache auch gerade ein Seminar an der Uni zu Wissenschaftspodcast und mein kleines Steckenpferd ist auch immer zu gucken, wie wird denn gerade in Podcast-Land über Museen berichtet und habe dazu mittlerweile so ein Museumsfeed eingerichtet bei Feed und sammle im Grunde von jedem, der irgendwann mal so eine Episode hat, die sich irgendwie, sagen wir mal, zumindest so 90%ig mit Museen oder mit Kunstausstellungen oder irgendwas in der Art beschäftigt, um sozusagen für mich selber auch mal so einen Überblick zu bekommen, wer da tatsächlich spricht. Also sind es tatsächlich die Kultur- und Wissensinstitutionen oder sind es eher Besucher, sind es Wissenschaftler und wie wird darüber gesprochen?
Und auch in dem eigenen Podcast ist natürlich Museum immer wieder ein Thema. Ich habe ganz viele Leute, mit denen ich immer noch sehr stark verbandelt bin und mich interessiert, was die machen. Und das ist ganz spannend, weil 2015 habe ich ein Gespräch geführt mit Franziska Mucher vom Historischen Museum in Frankfurt und die haben das Museum jahrelang geschlossen gehabt und deswegen haben die ganz viele Aktionen in der Stadt gemacht und die hatten 2015 so eine Sommertour gehabt und haben im Grunde in den Stadtteilen gefragt, wie empfinden die Bürger der Stadt die Stadt. Und da habe ich mal reingefragt, also da können wir mal kurz reinhören, was sie dazu sagt. Was sind das für Schnittstellen, die ihr da schon habt oder die ihr da spielen könnt? Also wir haben natürlich durch die 5 Stadtlabore, die wir schon gemacht haben, in den Stadtteilen Kontakte zu den Leuten, die damals mit uns zusammengearbeitet haben, beispielsweise in Ginnheim. Da hatten wir das Stadtlabor G-Town, Wohnzimmer Ginnheim, das war 2013. Und da sind die Beziehungen natürlich immer noch da, weil wenn man ein Jahr lang ganz eng zusammen an der Ausstellung arbeitet, da kennt man sich natürlich auch noch 2 Jahre danach. Und da hat sich auch aus dem Stadtlabor, was wir damals durchgeführt haben, dann ein Verein gegründet, und zwar der Kirch... Ich gehe da mal ein bisschen schneller durch. Was sie uns mich erzählt ist, dass sich dann ein Verein gegründet hat, die sind auch weiter aktiv. Und die haben denen auch geholfen, Daten zu sammeln für das große Frankfurt-Stadtmodell, was jetzt auch im neu eröffneten Museum zu sehen ist. Und damit möchte ich im Grunde auch so ein bisschen schließen, weil wir haben in den letzten Tagen ganz verschiedene Kriterien gehört, was denn so Erfolg oder Reichweite oder was so die Ziele von Podcasten sein können. Und ich würde gerne auch nochmal ein anderes Modell vorstellen, dass sozusagen das, was sozusagen sich in den letzten Jahren hier auch entwickelt hat, nicht unbedingt nur ist, dass eine Professionalisierung bedeutet, dass wir besser wissen, wie Vermarktung oder Werbung funktioniert, sondern dass wir natürlich auch eine besondere Art des Sprechens und Hörens entwickelt haben und dass das unter Umständen auch Auswirkungen hat auf andere schon etablierte Systeme. Zum Beispiel, wenn ich Radio höre, fällt mir das heute sehr viel schwerer als früher, weil durch Podcast hören ich einen bestimmten Duktus des Sprechens mir anerzogen habe. Ich möchte gerne die Person hören, die mit mir redet. Und nachdem ich dieses Interview gemacht hatte mit Franziska Mucher, wurde ich ein Jahr später für einen Workshop eingeladen, Podcasts zu machen. Und ein Jahr darauf wurde ich gefragt, ob ich dort in einer halben Stelle den Multimedia Guide vorbereiten will. Und wenn man mich fragt, als Podcasten einen Multimedia Guide für ein Museum zu machen, dann klingt das plötzlich nicht mehr nach einer objektivierten Stimme, die sagt, das Bild, das vor Ihnen ist, ist von Franz Hals oder Franz Mark oder von jemanden, sondern das klingt dann doch anders. Sondern auch da ist es so, dass ich gerne das, was wir immer gehört haben, also das Private, das Authentische, eigentlich möchte ich gerne immer die Perspektiven sichtbar machen, die hinter etwas, was wir auch in einer Wissenschaftsinstitution präsentiert bekommen, was dahinter steckt. Und das ist so ein Ansatz, den wir ganz stark im Podcasten auch haben. Und darum klingt der Multimedia Guide, der jetzt dort ist, auch so. Daneben, auf der linken Seite, finden wir eine große, eher technisch angehauchte Ecke. Dort finden wir Antennen, Mobiltelefone, kleine blinkende Lichter, auch Reifenmaterial und wir stellen fest, okay, hier haben wir es mit dem Frankfurter Flughafen zu tun. Und langsam geht uns so auf, wir haben es hier mit einem Modell zu tun. Das zeigt die Stadt, die verschiedenen Stadtteile mit ihren typischen Eigenschaften. Dabei ist es aber keinem Maßstab verpflichtet. Das Modell zeigt die Bereiche größer oder besonders fantasievoll, die wichtig sind, die typisch sind für die Stadt Frankfurt. Das heißt, ich habe mit Wissenschaftlern mich eine halbe Stunde hingesetzt und habe mich ganz lange immer über ein Objekt unterhalten. Und aus diesen 30 Minuten sind 2,5 Minuten zusammengeschnitten worden. Und zwar nicht, wie man das sonst machen würde. Normalerweise schreibt man halt irgendwie 2000 Zeichen Text und lässt es einlesen. Sondern es geht darum, dass man das Gefühl haben soll, dass mir jemand, während ich durch das Haus gehe, dass ich mit jemandem, der das Haus kennt,
durch das Haus flaniere. Und das sind Ansätze, die gibt es mittlerweile auch in den USA. Es gibt momentan einen sehr schönen Audioguide vom SF MoMA und die haben eine neue App und die arbeiten dort zum Beispiel mit den etablierten Podcast-Publishern zusammen und lassen sich auch Objekte und Rundgänge ganz, ganz anders erzählen. Also nicht nur wie eben von Objekt, zu Bild, sondern es gibt ganze Spaziergänge, die teilweise biografisch mit der Familie des Erzählers oder der Erzählerin eingebunden sind. Und die zum Beispiel auch den zeitlichen Hintergrund über Richter in Deutschland einem wiedergibt. Es gibt also auch andere Orte als klassisch die Orte, wo wir sonst Podcasts vermuten, wo aber die Art und Weise, wie wir Podcasts produzieren, vielleicht Wirkung entfalten können. Und wenn wir über Reichweiten nachdenken oder etwas, was sich durchsetzt, dann würde ich einfach dafür plädieren, dass es hier nicht nur um Zahlen geht oder was ich damit verdienen kann, sondern dass es natürlich auch eine Kultur ist, die wir prägen. Und ich weiß, ich bin ein bisschen spät, aber diese Kultur, die wir hier gerade machen, das ist eine Medienpraxis und ich habe hier gerade über Museen erzählt. Wenn wir über Podcasts reden in 10 oder 20 Jahren, was übrig bleiben wird, was man sehen wird, das sind höchstwahrscheinlich die Podcasts der etablierten Rundfunkanstalten. Die haben nicht ein Rundfunkarchiv. Aber das, was wir hier gerade machen, die meisten von euch, die hier sitzt, die wird es vielleicht nicht geben, weil es gibt kein Archiv für uns. Es gibt nichts, das, was wir hier produzieren, erinnert und archiviert. Es gibt nicht momentan etwas bei der Europeana, die sich um Podcasts kümmern, nicht bei der Deutschen Digitalen Bibliothek. Und es gibt keinen Ort für uns. Und wir selber, wenn wir darüber nachdenken, dass wir jetzt schon seit über 10 Jahren hier sitzen und Podcasts machen, manche sind ja hier schon dabei, die seit 2005 podcasten, müssen auch mal darüber nachdenken, nicht nur, dass wir Reichweite erhalten, sondern dass wir nicht vergessen werden. Das wäre sozusagen mein Plädoyer, mit dem ich gerne abschließen würde. Danke. Vielen herzlichen Dank, Tine. Ich würde trotzdem, wir sind zwar ein bisschen über der Zeit, ich würde aber trotzdem noch gerne Raum geben für Fragen, Anmerkungen, Diskussionspunkte, die ja noch aus dem Publikum vielleicht kommen. Gibt's da was? Ansonsten, ich bin auch, ach so, okay. Martin? Ja? Du hattest die Mai-Tagung angesprochen. Hast du das Gefühl, dass jetzt dieses Jahr das Thema schon wieder ein anderes war zum Thema Podcasting? Hat sich das weiterentwickelt oder sind das immer noch so Leuchtturmprojekte, die dann mal ein Museum macht oder wird da drüber diskutiert, aber wenig gemacht? Also momentan sind es tatsächlich eher so Leuchtturmprojekte. Die Museen, die wieso Affinität haben, Online-Projekte zu machen, machen das. Aber man merkt dann so, wenn es schon mal mehr als 2, 3 sind, dann weißt du, das wird in den nächsten 2, 3 Jahren so nachsickern, weil es gibt immer so eine bestimmte Dynamik im Kultursektor. Es gibt immer so die Innovatoren, die stoßen erstmal vor, dann guckt man, wie das ist, dann wird ein Druck erzeugt. Dann gibt es sozusagen die zweite Reihe, die sagt, oh, wir müssen das jetzt auch machen. Dann sondiert sich das später raus. Also diese dritte Welle wird auch dort Wirkung entfalten. Und wir sind da aber jetzt auch gerade ganz am Anfang. Vielleicht noch ein Hinweis dazu, ein Zeichen dafür ist, ich bin nächsten Monat beim Deutschen Museumsbund eingeladen und werde sozusagen den Museen erklären, was Podcasts können. Also sozusagen die andere Seite des Spiegels. Sonst noch Anmerkungen? Gut, dann vielen herzlichen Dank noch einmal, Tine. Sehr spannendes Thema und sehr toller Vortrag. Damit ist das Vortragsprogramm im großen Saal beendet. Und wir sehen uns hier wieder um 16.30 Uhr. Zwischenzeitlich sind jetzt noch Workshops in den anderen Räumen. Dankeschön, Tine.